Weiter geht's mit der großen Flucht durch die Klippe hier bei Rayman 2 The Great Escape. Der beigebende Titel zum Spiel passt diesmal perfekt zu unserer Situation und ich versuche hier irgendwie gerade noch klarzukommen. Jetzt gehen wir erstmal den Turm hier hoch. Oh Mann, Klingbart ist echt so hartnäckig wie noch nie. Die schicken echt ein ganzes Kriegsschiff extra nur für uns. Und diesmal ist das Kriegsschiff sogar von jemandem bemannt, der es auch steuern kann. Von daher sieht das alles gar nicht so einfach aus. Und ich hoffe, ich hätte jetzt nicht auf dieses Trampolin gemusst, um irgendwie was Bestimmtes zu erreichen. Aber ich glaube, das wäre nur so eine Art Abkürzung gewesen. Aber ich möchte auf jeden Fall keinen Käfig verpassen und schon gar nicht einen Lumen oder sowas. Aber nee, wir sind jetzt hier, okay. Er hätte uns sowieso nicht so hoch geschickt. Eieieiei. Ein Fehler und das war's. Dann können wir alles nochmal machen. Obwohl, nee, hier ist ein Speicherlumen. Sehr schön. Sehr schön, so muss das laufen. Oh nein, die Fässer. Meine alten Begleiter. Ja, boah, großartig gelöst. Mann, ich gehe ja richtig ab diesmal. Da ist ein Käfig und eine Powerfaust. Hoch da. Boah, wir werden super stark. Wir werden hier richtig gebufft, Mann. Läuft ja super. Jetzt höre ich, ich habe schon Gegner gehört. Ich weiß nicht, wo er aufgetaucht ist. Aber er kriegt auf jeden Fall gleich einen aufgeladenen Ball ins Gesicht, wenn es möglich ist. Ich hoffe, das Wasser bleibt kurz. Scheiße. Stehen. Ja, bam. Geht doch. Okay, da auf. Wasser ist zwar stehen geblieben, aber ich kann die Kamera nicht drehen. Das ist natürlich wieder sehr günstig. Ich würde mich gerne mal umgucken, aber man lässt mich nicht. Man lässt mich nicht. Ich hoffe einfach mal, dass ich trotzdem alles finde. So, und ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Aber sieht gut aus. Noch drei, dann sind wir bei 25. Fünf, das sieht gut aus. Jawohl, perfekt. So muss es laufen. Das waren doch schon mal gut vollgefüllte 2 Minuten mit Action. Halleluja, die Klippe. Ja, und jetzt geht's auch direkt weiter. Die machen die Brücke schon kaputt, bevor ich überhaupt loslaufen darf. Was ist das da unten, bitte? Ich tippe mal, es soll so eine Art Wolkendecke darstellen. Oder aber eine Art Fluss. Aber sicher bin ich mir nicht und ich bin tot. Oh Mann, gleich ist die Powerforce schon wieder weg. So ein Ärger. Ich mag die echt gerne. Aber dafür hat man ja die Bonusrunde, nicht wahr? So, wo ist das Ding abgeflogen? Hier. Uiuiui. Ja, weil Rayman, der springt dann auch ab und zu mal alleine, so wie jetzt gerade, wenn die Brücke abfliegt, da brauche ich gar nichts machen. Und wenn ich dann selber springe, springe ich praktisch bevor die Brücke fliegt. Und wenn sie dann fliegt, falle ich in das Loch und fliege hinunter. Und das ist dann sehr ungünstig und dann rege ich mich wieder auf. Obwohl es meine eigene Schuld war. Tja, so ist das. Aber dass diese Granaten einfach durch die Luft laufen, finde ich immer noch unlogisch. Wo wird denn das bitte erklärt? Oh, ich liebe das, wenn die Musik einfach dieses Main-Theme reinmixt. Das ist einfach so geil. Aua. Schlecht gelöst. Schaffe ich trotzdem noch. Oh, perfekt, dass da jetzt noch ein roter kommt. Das passt ja wieder so wunderbar. So, und damit sind wir dann auch beim spannendsten Part dieses Levels angelangt, nämlich der große Fall. Hier wird es besonders hartnäckig, keinen einzigen Lumen zu verpassen, denn wir haben keine Möglichkeit, abzudrehen und wieder mehr Schwung zu holen. Und ich sehe jetzt schon, dass uns das sehr eng wird. Ich bin nämlich ziemlich weit weg, wenn ich das mal zugeben darf. Aber noch reagieren sie auf mein Handeln, das ist gut. Dann ist es natürlich auch sehr hilfreich, dass die Looms einen eigenen Willen besitzen und eigene Flügel. Und die etwas mächtigeren sogar ein eigenes Gesicht. Und woher diese Kugeln kommen, ich habe keine Ahnung. Sie sind einfach da. Und die Kamera darf ich auch nicht drehen, sehr hilfreich. Naja, wir werden schon trotzdem alles finden, nicht wahr? Uns fehlt sogar noch ein Käfig. Oh, ich glaube, den kriege ich nicht. Habe ich ihn? Nee. Dann müssen wir freiwillig einmal den Abgang machen. So hart es ist. Was war denn das gerade für eine Animation da? Da wurde ich schon mit den Füßen hinuntergerissen, obwohl mein Kopf noch gar nicht wollte. Und jetzt fliege ich einfach mal schnurstracks in die Richtung und kürze das ein bisschen ab, in der Hoffnung, dass ich dann da unten ein bisschen an Höhe gewonnen habe. Entschuldigung. Oh, mein Hals. Ich muss auch zugeben, ich habe in den letzten Tagen irgendwie
leide ich unter sehr starken Halsschmerzen. Ich weiß nicht, woher die kommen. Ich bin auch nicht erkältet oder so. Das sind einfach nur Halsschmerzen. Habe ich so in der Form eigentlich fast noch nie gehabt. Und ja, viel trinken, sage ich da nur, ne? Viel trinken. Das kann ich jetzt gerade natürlich nicht, aber ich werde mir gleich auf jeden Fall nochmal irgendwie einen schönen Tee machen oder so. Das, so ein bisschen die Stimmbänder ölen, wie ich immer sage, ne? Das muss dann auch mal sein, weil ich glaube einfach, dass durch meinen, weil ich in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr aufnehme, auch noch Sachen, die ihr nicht wisst, ist meine Stimme gerade ein bisschen mitgenommen, aber bis jetzt ist noch alles vertretbar. Tut nur ein bisschen weh, ne? Und das Synchronisieren läuft nicht ganz so flüssig, aber sonst ist eigentlich alles gut. So, 40 Looms, das sieht doch gut aus. Ich würde mal sagen, wir haben nichts verpasst. Ein Käfig fehlt noch. Das kriegen wir irgendwie hin. Da vorne sehe ich auch schon die rettende Lücke. Da kommt das Kriegsschiff nämlich nie im Leben durch. Und ich verkacke tatsächlich vorher noch, wenn ich jetzt nochmal fallen muss, ne? Okay, Gott sei Dank. Mann, Mann, Mann. Ich hatte schon Angst, ich muss gerade diesen ganzen Fall nochmal machen. Und die Musik verkackt ihren Einsatz. Na, kommt da nicht noch eine Granate? Ja, sogar zwei. Oha. Und wir sind da. Und ich bin gerade sehr angepisst, dass die Musik tatsächlich immer noch weiterläuft. Denn ich mag diesen Ort hier zwischen der Klippe. Da hier normalerweise Totenstille herrscht und das einfach mega entspannt ist, hier dann durchzulaufen. Egal, vielleicht ändert die Musik sich ja jetzt nochmal. Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Oh, Glück gehabt. Der Loop war einfach nur scheiße. Ja, sehr, das ist entspannt. Nach dieser ganzen Actionballerei ist das auf jeden Fall sehr entspannt. Da vorne sehe ich schon wieder das nächste Kriegsschiff und ich glaube, jetzt kommt ein Gegner. Aua! Verdammt, erst wenn ich da runtergehe. Und das ist einer der richtig harten Kommandanten. Der kann komplett ausrasten, viermal schießen, hat eine übelst krasse Rüstung, hat einen Haken, der ist schnell. Boah! Oh, und der lässt sich selbst von Bomben treffen, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, und die Kampfmucke ist ja auch mal chillig. Ah, cool. Ja, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, würde ich mal sagen. Der hat sich schön von seinem eigenen Kriegsschiff wegbomben lassen. Da sieht man mal, wie fähig diese Robopiraten sind. Die verwechseln sogar ihre eigenen Leute mit Rayman, der ja nun absolut verwechselbar ist, sag ich mal. Aber uns fehlen immer noch 10 Looms. Wo sind die denn? Hier hinten geht es auf jeden Fall noch lang. Das heißt, ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Da vorne sehe ich einen Dicken. Es sind tatsächlich 2 Dicke. Da hat man sich die Mühe gemacht, die einfach hier nochmal hinzuplatzieren. Sehr schön. Und dann den Käfig. Damit wären wir dann auch hier wieder zu 100% fertig. So muss das laufen. So lobe ich mir das. Sehr gut. Und jetzt werde ich einen Schluck trinken. Weil das ist wichtig. Man muss auf seine Gesundheit achten. Ich trinke sogar Wasser, ja? Wasser ist sehr gesund. Ah, das tat gut. Wunderbar. Ja, das ist super. Gut, ja, Bonusrunde. Und weil wir die jetzt oft genug gesehen haben, ich denke mal, es ist wieder die gleiche. Nö, ist es nicht. Welche ist es denn diesmal? Ist wieder die einfache? Dann ist ja meine Theorie, die ich aufgestellt habe. Oh, nee, doch nicht. Ist doch eine andere. Hä? Was macht denn der jetzt? Sind die bescheuert? Okay. Hin und zurück. Und nochmal. Warum auch immer. Woher wissen die denn, wo sie langlaufen müssen? Das ist doch, macht doch gar keinen Sinn. Der andere hat doch jetzt voll den riesen Vorsprung. Hä? Also das verstehe ich jetzt hier nicht. Egal. Ich vertraue einfach mal dem Baby-Globox. Oh, der ist aber schnell. Ja klar, der kürzt da auch noch ab. Wie jetzt? Oh. 49 Sekunden, das war auf jeden Fall eine ganz schwere Bonusrunde. Gott sei Dank haben wir die geschafft. In Zukunft werde ich Folgendes machen, wenn es sich um eine Bonusrunde handelt, die wir schon kennen, dann schneide ich sie raus. Sollte es so wie jetzt gerade doch noch eine neue sein, dann bleibt die natürlich drin. Wer weiß, man weiß ja die, ne? Oh. Ja, fertig. Achso. Starthalle der Türen.
Weiter geht's mit Das Dach der Welt. Also die Namen von den Leveln finde ich auch sehr geil, ne? Das Dach der Welt. Und ihr seht schon, kommt das nochmal reingefahren oder muss ich dafür nochmal wechseln? Da war auf jeden Fall gerade ein lustiges Utensil unterwegs. Schauen wir mal, was hier abgeht. Ah, den kennen wir doch. Das ist so eine Mischung aus Donkey Kong und Patrick. Als Robopirat. Okay, er hat mich gesehen. Das war knapp. Beinahe die Power Force schon wieder verspielt. Und wie immer schaue ich mich als erstes um, bevor wir hier überhaupt irgendwas machen, weil ganz gerne verstecken sie ja auch am Anfang direkt was. Aber das scheint diesmal nicht der Fall zu sein. Gut. Wir sollen auf den Stuhl, dann tun wir das. Und wieder mal erwartet uns eine neue Mechanik in diesem Level. Wir können uns einfach hier mit dem Stuhl drehen. Was nicht so einfach ist, weil ich merke gerade... Oh, fuck, ich habe schon einen verpasst. Verkacken. Sehr gut. Ich merke nämlich gerade, dass mein Controller mal wieder Faxen macht. Das Problem ist, wenn ich den in eine Richtung bewege, ich kann es hoffentlich mal vormachen, so wie jetzt gerade nach links, bleibt der Control-Stick leider links hängen und deswegen bewege ich mich auf dem Stuhl dann noch weiter. Das ist nicht gut. Aber ich versuche das irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Ja, sehr gut, den haben wir auch. Hier ist das Loom-Sammeln natürlich jetzt sehr ärgerlich, beziehungsweise gar nicht so einfach. Oh, das Level ist schwer. Das Level ist schwer. Aber auch geil. Es ist, ey, das ist so hammermäßig, wie innovativ einfach Rayman 2 ist als 3D-Jump-Run. Es ist großartig. Verdammt, ich habe einen verpasst. Mist, du. Ja, jetzt stirb auch bitte. Gott sei Dank. Und wir kriegen keinen einzigen Speicher. Man muss das Ganze am Stück schaffen. Trial and Error vom Feinsten. Aber noch haben wir Zeit. Kann ich auch schneller werden? Ich glaube schon. Oder? Oder war das gerade Einbildung? Nee, kann ich nicht. Okay, kann ich nicht. Ich kann weder schneller noch langsamer werden. Das habe ich mir nur eingebildet. Aber ich kann schießen. Wie auch immer. Mit meinem... Gut, das funktioniert auch. Ich kann auch springen? Nein. Das muss man ja testen nach diesem Reinfall mit der Granate da, ob man dann auch springen kann vielleicht mit... Ah, verdammt! Okay. Okay, jetzt aber. Jetzt muss das klappen. Tür auf. Sesam, öffne dich. Und... Oh, jetzt gibt er Gummi. Links. Rechts. Oh, ja. Wo ist der andere? Ich habe noch einen gesehen gerade. Da, perfekt. Und da vorne ist der nächste. Jetzt schießen wir mal. Okay. Oh, perfekt. Ein Speicherlumen. Großartig. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen gelben verpasst. Aber ich glaube, das sah gut aus. Vorsichtig, vorsichtig! Oh, das muss so brutal wehtun. Ja, jetzt. Und dann nach rechts drehen. Genau. Volle Drehung. Da ist einer. Da ist einer. Zack. Links. Ja. Oh, und jetzt wird's schwer. Oh. Über. Die Looms helfen einem Gott sei Dank ein bisschen dabei, die richtige Richtung einzuschlagen. Aber nur minimal. Oh. Verdammt. Nein, ich habe einen verpasst. Nein. Ah. Oh, jetzt ist es doch passiert. Achtung, Eindringling. Fang ihn. Und da kommt auch schon der erste Dicke. Den Kumpel kennen wir doch noch. Nur diesmal, aua, müssen wir auch gegen ihn kämpfen. Und der hat direkt ordentlich Damage gemacht. Der schießt nämlich mit Laserstrahlen. Allerdings hat er nicht so eine große Geschwindigkeit, sag ich mal. Und ich sehe gerade, wir können ihn ja einfach so runterballern. Das ist ja easy. Ja, dann ist er ja gar kein Problem. Auch wenn er mir jetzt ganz schön viel Schaden gemacht hat. Ärgerlich ist jetzt natürlich, dass der eine Loom weg ist, aber... Das müsst ihr ja nicht mit ansehen, wie ich das dann nachhole. Aber Gott sei Dank ist das Level cool, dann ist es nicht ganz so schlimm. Ist hier hinten noch was? Kamera. Oh ja, ich glaube, da geht es sogar weiter. Was ist dann hier? Ach, hier ist nur ein so ein Loch. Okay. Gut. Dann wollen wir mal. Wow. Ah! Man hört die ja überhaupt nicht. Aber hier ist doch locker was versteckt hinten.
Nee, okay. Oh Mann, die Animation hatten wir auch noch gar nicht. So, lass mich mal wieder ein bisschen heilen. Ich hoffe, da ist jetzt nichts. Da ist doch locker was. Ja, hier ist auch was. Da geht's lang. Ach, geht's, und da hinten geht's noch weiter? Sehr verzwickt mal wieder das Ganze. Nee, da ist nichts. Okay, okay, okay. Dun, 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 dun. Die Musik ist echt hammermäßig. Ich höre einen Käfig. Und das ist gut, denn wir haben noch gar keinen gefunden. 33 Looms, ey, es fehlt einer, es nervt mich. Da vorne ist wieder so ein Dicker. Voll daneben. Sobald wir ihn getroffen haben, bleibt er, glaube ich, stehen. Was war das denn? Verdammt. Habe ich ihn anvisiert? Ja. Ja. Das meine ich, wir können ihn so wegballern. Das ist irgendwie geil. Perfekt. Yeah, hey. Er hat hier eine Kanone hingeballert und das dampft dann noch für eine Weile nach. Da muss man aufpassen. Das ist dann hot, der Place. Da sollte man dann besser nicht mit seinen Füßen drauf rumlatschen. Ich nehme einfach mal das Kanonenfass mit. Ich habe so das Gefühl, ich brauche das hier irgendwo. Aber nicht hier. Verdammt. Mist. Aber das ist auf jeden Fall ein Loom. Das wäre dann die Nummer 35 gewesen, was natürlich wieder sehr gepasst hätte. Ärgerlich, das Ganze. Ja, voll geheilt, sehr schön. Wo brauchen wir dieses Fass? Ich glaube hier. Ich glaube, wir brauchen das hier. Jetzt muss ich da irgendwie auf diese Plattform raufkommen mit dem Fass. Frag mich nicht genau, wie das funktionieren soll. Ich glaube, das passt sich hier ein, aber... Ja, okay. Gut. Und dann? Ich muss ja auch irgendwie... Hallo, Moment mal. Achso, schnell rüber. Okay. Und dann ist da die Tür. Sehr gut. Ein geheimer Kleinling. Oder ist das sogar schon der Kleinling fürs Levelende? Kann sein. Aber wir haben noch... Uns fehlen ja noch so viele Käfige. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine Powerfaust. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und da war jetzt ein Loom. Ich habe eben gar nicht aufgepasst. Ich glaube schon. Oh Mann, ich bin so verwirrt. Folgen wir dem guten Mann einfach mal. Der wird schon wissen, was er tut. Uiuiui. Ach, guck mal, hier ist ja Dingens. Spinnenweben an der Decke. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, runter. Hinterher. Und dann sammeln wir den hier hinten noch ein. Und dann war hier ja noch irgendwo ein Käfig. Den habe ich doch auch schon gehört. Und da oben sich... Ach, guck mal, da ist ja, der sitzt da hinten. Oh, wie schlecht ist denn das schon wieder? Einfach übersehen. So, damit hätten wir dann 40 gehabt. Und da oben ist aber noch ein Loom. Oh, nicht gerade einfach zu bekommen. So, haben wir jetzt alles? Ich denke, ja. Wo ist er? Da. Hinterher. Wir müssten am Ende auf 49 kommen. Ich bin mir sicher, ich habe nur einen Loom übersehen. Und zwar ganz am Ende. Und da sehe ich noch, höre ich noch einen Gegner. Verdammt. Egal, ich habe ihn schon gekillt. Yeah! Zwar nicht sehr stylisch, aber immerhin. Da sind noch Looms. Zwei Stück. Damit hätten wir 43. Und gleich sind wir fertig hier. Der rote Teppich ist ja für den Kollegen. Da ist der zweite Käfig. Und das war schon die Nummer 60. Perfekt. Geht ja echt voran. Dann gehen wir mal hier hoch. Da vorne sehe ich noch einen Loom. Und da ist noch einer. 47. Dann ist das da vorne die Nummer 48. Und irgendwo muss noch einer sein. Irgendwo muss noch einer sein. Da unten. Ja, geht genau auf. Wir haben einen Loom übersehen. Das passt. Ansonsten hätten wir alles gefunden. So, und dann wollen wir mal zum Ausgang, ne? Wie die Tür einfach aufgeht für den Kerl. Auch nicht schlecht. Ja, dann mal raus hier. So, dann schauen wir uns mal den traurigen Score an, der ja sehr verzweifelt ist. Oh Mann, oh Mann. Ja, den werde ich jetzt mal eben nachholen, ne? Bis gleich. So, ich glaube, hier irgendwo war der... Verdammt, wo ist der? Der scheiß Loom.
Rechts irgendwo. Da. Ja, geil. Oh, Glück gehabt. Und noch der letzte von diesem Abschnitt. Das war ja echt bitter. Echt bitter. Gut, dann geht's jetzt weiter zur Bonusrunde. What the fuck? So, das sind wir schon. Und jetzt haben wir Orlit gefunden. So, dann gucken wir mal die Bonusrunde nach. Aber ich glaube, die werdet ihr schon kennen. Ja, die kanntet ihr. Das war die lange vom letzten Mal. So, gewonnen. Gib mir Power. Bitte. Danke. Dann lohnt sich das auch. Dann macht das auch Spaß. So, Halle der Türen. Und, wo geht's weiter? Speichern, jawohl. Oha, schon die dritte Zuflucht. Die Zuflucht von Fels und Lava. Allerdings erst im nächsten Part, war ja klar. Da muss der blöde Julian, der Sadie muss das wieder beenden hier. Ja, aber so sieht das aus, liebe Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Das hilft uns nämlich sehr. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und haut rein. Tschüss.